Wir machen heute Bitcoin-Lotto. So, mit den Dingern spiele ich Lotto, Bitcoin-Lotto, und zwar einmalig angeschafft, und die Dinger können einen Block finden. So. Ja, die können einen Block finden und dann macht es richtig Katschinga, aber der Anbieter dieser Dinger verkauft die Dinger lieber als Affiliate oder als Dropshipper. Da machst du mehr Kohle und garantiert Kohle, und ja, die Stromkonzerne verdienen auch nochmal ein paar Cent dran. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand damit Geld verdient. Aber erzähl mal weiter und mach das Plus weg. So, so, ich habe die Frage jetzt nicht mehr gefunden, aber einer hat gefragt, wo sieht man, wenn man einen Block gefunden hat? Und zwar, wenn wir mal jetzt hier so drauf gehen, sieht man hier, wo die 0 steht, in diesem Kästchen, wenn da eine 1 steht. Man hinterlegt ja seine Wallet-Adresse, wenn da eine 1... Und dann lohnt sich das richtig, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr, sehr gering. Wie findest du die Strategie? Schreib mal in den Kommentaren was rein. Das heißt, hat man einen Block gefunden, ist momentan 3,12 Bitcoin wert. Das sind rund ungefähr 180.000 Euro. Ja, 180.000 Euro geht. Genau. Noch ist hier nichts. Die Dinge laufen jetzt. Da wird auch nichts kommen. Also die Wahrscheinlichkeit ist, wahrscheinlich musst du davon 100.000 haben, um einen Block zu finden vielleicht. Aber ich weiß es nicht genau. Aber ich würde mal da so schätzen. Aber der Verkäufer verdient damit richtig gut Geld.